Hallo Kreative, schön euch wieder zu sehen. Ich bin heute einmal nicht wie gewohnt bei mir in meinem kleinen Büro, sondern ich habe mich vergrößert. Ich bin zu Gast bei Videoaktiv beim Joachim. Ja, und wenn ihr Videoaktiv noch nicht kennt, Videoaktiv ist eine Zeitschrift, Videoaktiv ist ein Portal. Videoaktiv ist für alle Leute, die filmen, von den Amateuren bis in die Profiklasse hinein oder andersrum bis in die Vollprofiklasse hinein, weil wir machen einfach keine Unterschiede, ganz einfach deshalb, weil es die Unterschiede schon lange nicht mehr wirklich gibt. Und wir haben heute eine spannende Software, ne? Genau. Ich bin heute hier, weil wir euch Aquasoft Videovision vorstellen. War für mich ein neues Produkt. Der Joachim kennt es schon länger. Ja, ich kenne das Produkt schon eigentlich über Jahrzehnte. Das ist ein sehr ausgereiftes Produkt, ein Produkt, das sehr zuverlässig ist, sehr stabil ist, mit dem man sehr gut Diashows machen kann und eigentlich deshalb auch bisher Diashow hieß und jetzt eben Videovision heißt. Genau, weil es mittlerweile wesentlich mehr ist als ein Bildprogramm. Man kann Bilder, Videos, Sound, alles wunderbar verarbeiten. Und das so flexibel und vor allem ganz zielgerichtet, wie man sich das eigentlich wünschen müsste und wie das jedes Programm machen könnte. Und dabei ist das Bedienkonzept so auf den ersten Blick so nicht ganz so leicht. Ja, oder? Das ist richtig. Also ich bin ja wie ihr eher eine Schnittsoftware gewohnt für Videoschnitt. Und da muss man sagen, es arbeitet anders. Es arbeitet schon logisch und durchdacht, aber es arbeitet anders. Und da muss man sich dran gewöhnen, da muss man sich reinarbeiten. Aber wenn man das gemacht hat, macht es richtig Spaß, mit dem Programm zu arbeiten. Und deshalb ist Volker ein paar Mal dagestanden, hat auch so ein paar Mal ein großes P im Gesicht gehabt. Das P haben wir weggemacht durch gemeinsames Erarbeiten. Kennen ja die Software schon eine Weile. Und ich glaube, das ist jetzt einfach mal spannend, wenn ihr einfach mal reinguckt, was er euch jetzt gleich mal im Einstieg da zeigen kann. Wir starten unser Projekt in unserer Toolbox. Denn in unserer Toolbox habe ich sehr, sehr viele Objekte, die ich zum Animieren und Bearbeiten von meinen Videos und Bildern verwenden kann. Wenn wir mit unserem Projekt starten, dann benötigen wir zum Beispiel ein Kapitel oder eine Flexi-Collage, denn diese beiden ermöglichen ein mehrspuriges Arbeiten. Eine Flexi-Collage ist noch etwas komplexer, denn in dieser kann ich, wenn ich in einem Kapitel zum Beispiel schon Objekte animiert habe, dieses Kapitel in die Flexi-Collage übernehmen und diese dann weiter animieren. Für unseren Start von unserem Video langt uns ein Kapitel, das wir jetzt in unsere Timeline ziehen und können jetzt dann unsere Dateien, die wir aufgenommen haben, entsprechend hier ganz normal wie im Datei-Explorer ansteuern. Ich ziehe jetzt das Bild, das ich möchte, in mein Kapitel und habe jetzt so die Möglichkeit, in den Eigenschaften zum Beispiel erstmal eine schöne Einblendung zu wählen. Videovision liefert hier eine große Auswahl an Blenden mit und so kann ich mir hier jetzt eine wählen, die etwas mit Strahlung zu tun hat, da wir eine schöne Eröffnung möchten und ich wähle hier einmal die Sonnenstrahlen. Man sieht, wenn man diese einmal anklickt, bekommt man eine Vorschau und die kann ich jetzt einfach auf mein Bild ziehen und habe sie so zugeordnet. So, jetzt möchte ich für diese Einblendung noch eine kleine Anpassung machen. Das kann ich hier über die Schaltfläche und zwar möchte ich diese aus der Mitte heraus und die Härte stelle ich komplett auf 0. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze wie eine Sonne sich öffnet. Um unser Intro etwas sommerlicher wirken zu lassen, möchte ich hier eine Farbe wählen. Dafür kann ich die Bildeffekte wechseln, gehe hier auf Farben und kann hier aus der Vielzahl der unterschiedlichen Farben, die mitgeliefert werden, jetzt eine auswählen, die einen recht kräftigen Wechsel von meinem Bild macht, aber das möchte ich so. Und so haben wir jetzt eine schöne Sonne, die unser Bild eröffnet. Das passt soweit. Jetzt möchten wir noch einen Titel einfügen. Hierfür gehen wir zurück in die Objekte und wählen hier unser Textobjekt. Dieses ziehe ich einfach in mein Kapitel unterhalb von meinem Bild. Auch hier bekommen wir jetzt die Eigenschaften für unser Textobjekt. Und wenn ich dies jetzt ändere, dann habe ich die Möglichkeit, zum einen diese an die Position zu setzen, wo ich es möchte. Ich kann die Farbe von meinem Textobjekt etwas anpassen und natürlich auch Schriftart oder Schriftgröße.
Was hier auch schön ist, ich kann in diesem Texteditor auch nur einzelne Objekte markieren und kann diese entsprechend verändern. Das mache ich jetzt einmal mit meinen beiden Anfangsbuchstaben von meinem C. Dann passe ich das hier nochmal etwas an und habe somit meinen schönen Titel hier schon integriert. Diesen möchte ich jetzt noch einblenden. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Texteffekten. Und auch hier in den Texteffekten gibt es die Möglichkeit, sich einfach diese anzuschauen und entsprechend auf die Vorschau zu klicken. Möchte ich diesen anwenden, ziehe ich ihn einfach auf meinen Titel und habe somit jetzt mein Intro mit entsprechend meiner Sonne und meinem Titel. Damit würde ich mein Intro abschließen und das Schöne ist, ich habe jetzt hier neben dem Kapitel das Minuszeichen und wenn ich hier draufklicke, ist das Ganze sehr aufgeräumt hier in der Timeline. Ja, Kreative, wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, damit unterstützt ihr meinen kleinen Kanal und bin immer für euch da, wenn es Fragen gibt und die bitte alle in die Kommentare. Also ich habe einen Daumen, zwei Daumen, wie auch immer, Daumen hoch und vergesst nicht, rübergucken zu Videoaktiv. Jetzt möchten wir unserem Zuschauer zeigen, wo wir sind. Das können wir am besten mit einer Karte. Hierfür wechseln wir in die Objekte, gehen in den Bereich Routenanimation und wählen uns hier einmal die Karte aus, die wir einfach in die Timeline ziehen. Es öffnet sich direkt der Kartenassistent und in dem kann ich hier oben im Bereich der Ortssuche eingeben, wo ich hin möchte. Ich wähle diesen aus und man sieht, wir sind jetzt hier im Bereich des Lago Maggiore. Das kann ich jetzt noch ändern und zwar kann ich hier den Zoom-Ausschnitt genauso stellen, dass der gesamte See zu sehen ist. Wenn wir das haben, übernehme ich diesen. Jetzt sieht man ja den gesamten See. Wenn wir jetzt dahin zoomen möchten, wo wir tatsächlich waren, dann kann ich einmal hier oben das Kamerasymbol auswählen und gehe danach rechts daneben auf einen Bewegungspfad. Und jetzt haben wir zwei Bilder bekommen, nämlich das erste ist unsere Ausgangsposition und unser erster Punkt für den Bewegungspfad. Da kann ich jetzt genau angeben, wo ich gerne hinzoomen möchte. Und diesen Ausschnitt, den wähle ich jetzt einmal und ziehe ihn an die Position. Wenn wir uns das jetzt anschauen möchten, können wir nicht mehr mit dem normalen Abspielknopf arbeiten, sondern wir stehen jetzt hier schon mitten in unserem Projekt und dafür gibt es hier rechts daneben den Punkt, der startet immer an der aktuellen Abspielposition und daher sehen wir jetzt, wie wir hier genau auf unseren Ort zoomen. Ja, hiermit können wir die Kartenanimation auch abschließen. Wir müssen allerdings noch eines machen und zwar bei dem Abblenden möchten wir diese nicht liegen lassen, sondern wir tun sie abrupt abblenden. Als nächstes möchten wir jetzt dem Zuschauer zeigen, was wir an unserem Urlaubsort sehen. Hierfür wählen wir wieder ein Kapitel und ziehen jetzt als erstes einmal unsere Karte in dieses Kapitel. Dann gehen wir wieder auf die Dateien und ich wähle jetzt hier einmal ein Video aus. Das ziehe ich unterhalb von meiner Karte, dass es im gleichen Kapitel ist. Hier nehme ich auch noch ein Bild dazu. Auch das ziehe ich hier unterhalb von meinem Video und lass es mit dem Video zusammen enden. So, jetzt markiere ich beide mit gedrückter Steuerungstaste und wähle bei meiner Einblendung ganz normal unsere Alpha Blending. Mit einem Doppelklick übertrage ich das jetzt auf beide Objekte und daher haben wir jetzt auch bei beiden Objekten unser Alpha Blending. Sehr schön. Ich handhabe es immer so, dass ich innerhalb von einem Kapitel immer die gleichen Blenden verwende und daher ist das etwas einheitlicher. Jetzt haben wir ja gehört, dass unser Video einen eigenen Sound hat. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich hier auf den Bereich Sound gehen und kann das Ganze hier anpassen. Ich möchte das jedoch, ändere ich es auf 50% und nehme den Haken bei Hintergrundmusik ausblenden raus. Das hängt damit zusammen, wenn man jetzt Musik noch in seinem Video hat, dann wird die Musik nicht abgeblendet, sondern läuft ganz normal weiter. Ja, und wieder ein Kapitel abgeschlossen. Und
Wir können uns dem nächsten widmen. Die Routenanimation. Ich glaube, ihr merkt schon, wir grinsen so ein bisschen. Ich einfach deshalb, weil ich mag sie einfach nicht. Ich halte sie für sehr amateurlastig und jeder Amateur muss es machen, aber nichtsdestotrotz. Die Routenanimation in VideoVision ist richtig gut. Ihr habt ja jetzt nur einen kleinen Teil gesehen, aber ich kann dort sehr präzise, sehr genau wirklich tolle Routen nachbilden auf unterschiedlichste Art. Also jetzt nicht nur ihr fahrt in Urlaub, sondern ihr fliegt wohin, ihr habt vielleicht Sport gemacht und möchtet das zeigen. Also da muss ich sagen, die ist dafür echt geeignet. Und genau beim Schluss beim Sportmachen, da steige ich dann auch wieder in die Diskussion ein, weil da ist eine Routenanimation tatsächlich was sehr Gutes und so flexibel wie in dieser Software kann man es eigentlich derzeit bei fast keinem anderen Software steuern. Also das muss man jetzt einfach mal so zugeben. Ja, das ist richtig. Und wir werden dazu auch nochmal was machen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also mir hat es so gut gefallen. Ich werde dazu nochmal ein Tutorial machen. Ist jetzt in dem Rahmen, hat es nicht ganz gepasst, weil du musst mal ein bisschen Zeit nehmen, aber lasst euch überraschen. Ja. Und ganz prinzipiell natürlich nicht vergessen, es gibt noch ein zweites Video, nämlich nicht nur beim Volker auf dem Kanal, sondern eben auch bei uns bei VideoAktiv auf dem Kanal. Und immer dann, wenn ihr denkt, ihr möchtet ein bisschen mehr wissen, wie der Amateur jetzt im Moment gerade irgendwie euch erzählt, dann guckt er bei uns auf dem Kanal, denn da erfahrt ihr, wie es besser geht. Genau, übrigens, da tut nämlich der vom selben Amateur. Ja, in unserem nächsten Kapitel möchte ich mehrere Bilder auf einmal darstellen. Hierfür gibt es in den Objekten, die Routenanimation machen wir zu, die Layouts. Layouts gibt es für unterschiedlich viele Bilder, die ich in einem Layout verarbeiten kann. Ich wähle hier mal 4 Bilder, oben ein großes und unten 3 kleine. In der Timeline ist jetzt genau der gleiche Aufbau. Wir haben unser Layout mit Platzhaltern, das große oben und die 3 kleinen unten. Und wir können jetzt die Platzhalter einzeln besetzen. Und zwar ganz einfach, wenn wir unseren Baumation Inseln hier öffnen, dann haben wir hier ja jetzt Bilder und die ziehen wir einfach auf die Platzhalter und tun sie hierdurch ersetzen. Im oberen Bereich, das große Bild, da möchte ich ein Video einfügen. Das kann ich nicht auf dem Platzhalter tun, denn der Platzhalter kann nur mit Bildern ersetzt werden. Daher lösche ich den raus und habe mein Video hier ganz normal in der Timeline. Hier wähle ich auch für das Video keinen Sound. Oder wir machen mal was anderes, wir machen mal 10%. Die Musik möchten wir nicht abblenden. Gut, jetzt haben wir ja noch die Bilder. Diese markiere ich jetzt alle einmal. Und gehe hier bei der Abblendung auf Abrupt abblenden. Und bei der Blende, hier suche ich jetzt wieder eine und zwar verstreut. Mit einem Doppelklick übertrage ich dies jetzt auf alle 3 Bilder, was man dann immer auch an dem AB-Symbol hier sieht. Dass die nicht alle auf einmal erscheinen, tun wir sie wieder einzeln verschieben. Und machen sie jetzt aber so lange, dass sie auf jeden Fall bis zum Ende sichtbar sind. Bei meinem Video mache ich das Gleiche, auch das ziehe ich jetzt auf die gleiche Länge. Und bei meinem Video möchte ich aber eines, hier möchte ich nämlich keine Einblendung, daher nehmen wir den Filter raus und wir möchten es auch nicht liegen lassen. So, das können wir uns wieder als Ergebnis anschauen. Sehr gut und auch so schnell haben wir wieder ein Kapitel mit abgeschlossen. Ja, jetzt möchten wir kein Objekt in die Timeline ziehen, sondern wir gehen auf die intelligenten Vorlagen und wählen uns hier den Bild-vor-Bild-Effekt. Diesen ziehen wir auch in die Timeline. Das Fenster, das hier aufgeht, brechen wir einfach ab, sodass wir hier nur die Vorlage haben. Denn ich möchte meine Bilder wie die ganze Zeit hier aus meinem Datei-Explorer ziehen. Das Bild nehme ich und ziehe es ganz normal hier auf diese Vorlage. So, das schauen wir uns einmal an. Und dann sieht man, wir haben hier einen schönen Bild-vor-Bild-Effekt. Okay, was wir jetzt noch machen ist, dass wir bei diesem Bild-vor-Bild-Effekt die Randabstand etwas verringern. Und zwar gehen wir hier nur auf 15%. Dann markieren wir unser Bild und sagen hier wieder, wir möchten eine Alpha-Blende und wir möchten das Bild nicht liegen lassen.
So, damit können wir uns unser Ergebnis wieder anschauen und haben hier einen sehr einfachen und doch sehr schönen Bildeffekt. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, es gibt unheimlich viele Effekte, die ich sehr schön verwenden kann, um damit auch recht schnell gute Ergebnisse zu bekommen. Man kann die zum großen Teil noch anpassen, etwas individualisieren, aber es sind Standardeffekte. Ja, und wie man sieht, ist der Volker ein sehr effektverliebter Mensch, der am liebsten bei jedem Übergang einen anderen Effekt einsetzt. Leute, bitte, bitte tut's mir nicht an, das ist ganz schrecklich. Ich zwinge ihn dazu, im zweiten Video zu zeigen, wie es besser geht. Und ich glaube, er hat auch ein bisschen was davon dabei gelernt. Auch wenn er das nie zugeben wird. Ja. Und ich glaube, es ist ganz klar, es geht darum, eine Vielfalt zu zeigen und zu zeigen, dass natürlich hier was alles einzustellen geht. Aber wenn ihr selber dann Effekte macht, entscheidet euch für einen Übergang, entscheidet euch dafür, dass das zum Bild insgesamt und zum Film insgesamt passt, dann wirkt es viel flüssiger und ein Übergang ist letztendlich, das muss man einfach mal dazu sagen, eigentlich eine Verlegenheitslösung. Der harte Schnitt ist doch immer noch auch was wert. Ich denke, man sollte ein klein wenig unterscheiden, für was für einen Zuschauer mache ich dieses Video. Und wenn es die Mama ist, die mag es vielleicht etwas bunter, wie jetzt irgendein professioneller Auftritt. An dieser Stelle möchte ich jetzt einmal etwas Musik in unser Video einfügen. Hierfür gehe ich in der Menüleiste auf den Punkt Musik und kann hier in diesem Dialog auf das Pluszeichen klicken und meine Musik auswählen. Die wird importiert. Dann ändere ich jetzt hier die Lautstärke auf 10% und habe so mein Musikstück schon im Projekt. Wenn man nicht weiß, wo man gute Musik herbekommt, gibt es hier einen schönen Link. Wenn ich diesen anklicke, komme ich auf die Aquasoft-Seite und habe hier eine schöne Auswahl von freien Musikarchiven, wo man sich Musik downloaden kann. Man muss allerdings immer auf die Lizenzbedingungen achten. Wir übernehmen unsere Musik und das jetzt auch wieder schön. Wir haben hier unten jetzt in dieser Leiste unsere Musik liegen, daher können wir die hier auch etwas einblenden. Und was ebenfalls schön ist, Video Vision macht die Musik immer so lange, wie unser Kapitel gerade ist. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr um das Ende der Musik kümmern. Ich könnte euch natürlich noch sehr viele Möglichkeiten zeigen, was Video Vision noch alles kann. Aber für unser Tutorial möchten wir jetzt mal langsam einen Abschluss finden. Und daher machen wir hier quasi ein Outro, also ein Kapitel zum Ende. Dafür wechsle ich jetzt in die Objekte und ziehe mein letztes Kapitel hier in meine Timeline. Gehe auf meine Bilder und wähle mir jetzt ein schönes Bild aus, das ich am Ende für mein Video haben möchte. Das wählen wir jetzt erst einmal aus, dass wir sagen, wir möchten hier eine Alpha-Blende und wir möchten beim Ausblenden eine Farbblende. Dann brauchen wir einen Text. Den holen wir uns ebenfalls wieder aus den Objekten, ziehen ihn hier unter unser Kapitel und ändern diesen und bearbeiten ihn. So wie vorher auch, wird er mittig gesetzt, er bekommt eine andere Farbe und die Schriftart ändern wir auch. So, sehr schön. Ich möchte jetzt das Ganze hier noch etwas länger machen, dass dieser Effekt hier so dann schön zur Rede kommt. Und zwar nehmen wir einen Texteffekt, der etwas mehr Platz braucht, nämlich unsere Explosion. So, die ziehe ich hier drauf und dann sieht man, der Text kommt hier reingeflogen und fliegt dann so auseinander und durch unsere Farbblende wird das Ganze schwarz ausgeblendet. Jetzt möchten wir noch einen kleinen Effekt hier einfügen und zwar gehen wir auf die Objekte, gehen auf die Partikel und ziehen die Partikel unterhalb von unserem Text. Jetzt muss ich ein Partikel auswählen, das ist in dem Fall meine italienische Fahne. Ja, die Partikel mache ich jetzt auch so lange, beziehungsweise nein, wir tun die etwas kürzen, dass die etwas mehr rausfliegen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir doch hier ein echt schönes Endergebnis.
Ja, ich lasse die Partikel etwas früher einfliegen, aber dann sollte das Ganze jetzt sehr gut passen. Ja, wunderbar. Damit können wir auch dieses Kapitel schließen. So haben wir jetzt mit wenigen Klicks eigentlich ein sehr schönes Video erstellt. Man sieht alles sehr aufgeräumt in unserer Timeline. Mit der kleinen Symbolleiste hier auf der linken Seite können wir entsprechend alle Kapitel sehr schön auseinanderziehen und natürlich auch wieder schließen. Schließen ist ein gutes Stichwort, denn ich bin für dieses Tutorial erstmal raus und aus, freue mich, euch im nächsten Tutorial wieder begrüßen zu können und wünsche euch an der Stelle viel Spaß mit Aquasoft Video Vision. Ja, jetzt habt ihr einmal gesehen, wie schön man mit dem Programm arbeiten kann, was für Möglichkeiten es gibt und was mir gut gefällt, wie aufgeräumt alles am Ende in der Timeline liegt. Wie es dennoch deutlich anspruchsvoller geht, das zeigen wir eben beim Kanal von Videoaktiv. Schaut also rüber, den Link bieten wir euch da unten an und wir freuen uns, wenn ihr, wie gesagt, den Daumen hoch am besten vorhin schon gegeben habt. Ansonsten macht das jetzt und dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Video. Bis gleich beim Amateur. Gut, gut, sehr gut.